Monaco gehen langsam die Vips aus, behauptete Alex Wurz rund ums Rennwochenende in Monaco. Da dürfte der Formel 1 Pensionist und Wahlmonegasse einfach am falschen Platz gewesen sein. Denn auf dem Highway in Monte Carlo war die Hölle los. Und das vor allem abseits der Rennstrecke. High Society Gastreporterin Dora Varro nimmt uns mit auf die exklusivsten Plätze, wie ins Hotel de Paris oder in die berühmte Sass Bar, wo wir die Reichen und Schönen beim Feiern erlebten. Monaco, mon amour, 51 Wochen im Jahr genießen die Reichsten der Reichen ihr Luxusleben im Steuerparadies. Vor allem, wenn die Touristenbusse wieder abgereist sind. 7 Tage herrscht allerdings eine überproportionale Promi-Quadratmeterdichte im 4,1 Kilometer langen Fürstentum. Dann, wenn Filmfestspiele und Grand Prix auf einmal sind. Diese beiden Ereignisse ziehen eine Menge Events nach sich. Deshalb hat sich auch der österreichische Model-Scout Wolfgang Schwarz an die Côte d'Azur begeben. In seiner Mietvilla im nobel Nebenort Cap Ferrat machen sich seine Models für den großen Abendauftritt zurecht. Sie haben die Ehre, die Better World Awards 08 zu überreichen. Allesamt ausgestattet von Austro-Designerin Nico Fechter. Models gibt's in Monaco wie Millionäre. Bei allen Events werden die von den diversesten Leuten eingeflogen. Ja, und das sieht man in jedem Nachtclub bei den ganzen Partys auf den Schiffen der Scheichs und auf den Schiffen der anderen wichtigen Leute. Es gibt hier Partys von McLaren mit Hugo Boss, wo wir morgen sind mit den Models. Also das Gute als Modelagent ist, dass die Türen leichter aufgehen manchmal. And the girls are fantastic. And it's such a way die schönen Frauen sind der Grund, den Sommer hier zu verbringen. Wo eine schöne Frau, da kann ein Flavio Briatore nicht weit sein. Ihm durften die Elite-Models im berühmten Hotel de Paris einen Umwelt-Award überreichen. John Lennons Spross Julian erhielt sein aus der Hand des Regenten Fürst Albert. Ich bin kein großer Fan von Society-Aufläufen. Doch ein Gutes hat es. Man trifft hier viele interessante Leute, um gute Kontakte zu knüpfen. So gesehen ist Monaco ganz okay. Erst die Ehre, dann das Vergnügen. Gala-Dinner im Restaurant des Hotel de Paris. Hier kocht Frankreichs Gourmet-Gott à la Ducasse. Und hier führte Boris Becker auch seine neue Flamme, Chaleli Kerstenberg, aus, die sich 1:1 in sein Beuteschema einreiht. Er ist ein Stammgast im Zirkus der Reichen und Schönen. Ich habe hier 10 Jahre gelebt, also auch etwas wie zu Hause. Habe viele Freunde noch hier. Tennisclub ist nicht weit weg vom Hotel de Paris. Und war hier schon als 15-jähriger Junge. Insofern kenne ich das hier sehr gut. Schauplatzwechsel zur Sass Bar. Neben der Diskothek Jimmy's, das teuerste und beste Lokal von Monte Carlo, in dem sich die Stars amüsieren und miteinander champanisieren. Gefilmt werden wollten sie dabei nicht, aber da waren sie alle am Rennwochenende. Naomi trank Moët, Beyoncé Perrier. Hauptsache, es prickelt. Das Geheimnis um das Fürstentum begann mit seiner einstigen Fürstin. Ich sage Ihnen was. Alles, was wir hier heute sehen, verdanken wir der großen Grace Kelly. Sie machte Monaco zu dem, was es heute ist. Monaco. Beim Promi-Watching entdeckten wir vor der Sass Bar Busenwunder Brigitte Nielsen, die sich demnächst ihr größtes Kapital vor laufender Kamera straffen lässt. Und Lance Armstrong, den Neo-Lover von Hollywood-Star Kate Hudson. Ja, hier sind die Sonnenseiten des Lebens zu Hause auch in tiefster Nacht. Und 7 Nächte im Jahr werden sie zum Tag gemacht. Doch am allerschönsten ist es da, wo Sie sind, zu Hause. Machen Sie sich gemütlich. Reinhard Fendrich erwartet Sie. Ich Sie morgen wieder. Servus und Baba.